Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und ich habe wieder einen lieben Gast, die liebe Aria. Die kennt ihr ja schon. Ich verlinke euch hier mal ein Video, ein Interview, was wir schon zusammen gemacht haben. Wir haben schon mehrere gemacht. Und ja, es ist immer wieder eine Freude, dich hier zu haben. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Das freut mich auch immer mega arg, weil mit dir sich auszutauschen, das haben wir ja auch außerhalb den Videos. Das hört nicht auf. Ja, genau. Ja, und die Aria ist ja Energetikerin, ne, und hat auch ganz viele Ausbildungen gemacht. Die kann ich hier gar nicht alle aufzählen. Da könnt ihr euch auch auf ihrem Kanal mal umschauen. Den verlinke ich in der Videobeschreibung natürlich. Und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich weiß ja, dass hier auf dem Kanal auch viele ein bisschen spirituell interessiert sind. Viele auch sehr, was ich in den Coachings merke immer. Und die da selber schon ganz viel tun und auch integrieren. Und ich hatte ein Video angeschaut von Aria und da hat sie zwei Bücher, die sich auch mit Zukunft beschäftigen. Ne, wo geht es mit der Menschheit hin? Hat sie ein bisschen vorgestellt und da hat sie halt auch so einen spannenden Punkt gesagt. Da ging es auch um die Kinder. Ne? Genau. Magst du vielleicht mal erzählen? Also, weil das hat uns beiden an einer Stelle eben nicht so gefallen. Und also, wo es da hingehen soll, ja, ob wir das so geschehen lassen wollen, für unsere Kinder, für uns, mit uns, wie wir uns die Zukunft wünschen. Und da könnt ihr gespannt sein. Und dann wollen wir natürlich so ein bisschen, ich denke, du erzählst noch ein bisschen, wie das so war für dich. Und das Video verlinke ich auch mal hier, wo du die zwei Ja. Bücher nochmal vergleichst. Und dann geben wir natürlich unseren eigenen Senf volle Kanne dazu, ne? Genau. Jawohl, aber ich bin sehr gespannt. Ja, also das mit den zwei Büchern, das war im Endeffekt für mich, ich wollte da, haben wir uns ja auch ausgetauscht, ich wollte eigentlich nur ein Beispiel in meinem Leben zeigen, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, dass ich für mich selbst hineinfühle, was ist für mich jetzt stimmig, was ist für mich jetzt passend. Denn wenn es jetzt gut für mich sich anfühlt, dann wird es für die Zukunft, für meine Kinder, für mich selbst auch stimmig sein. Ja. Und da ich gerne lese und mich berieseln lasse, das haben wir ja auch, ne? Also gesagt, weil manche sagen, wieso liest du sowas überhaupt? Ja, weil ich gerne lese und ich lese auch gerne Dinge in meinem eigenen Bereich. Ja, also das heißt, als Energetikerin, hellsichtig unterwegs, ja, und ich mag die Menschen ja auch, ja, also sonst würde ich ja kein Buch von denen lesen, ja, also ich war dann vielleicht schon mal auf Vorträgen, habe die persönlich kennengelernt, vielleicht auch die ein oder andere Ausbildung bei denen gemacht und möchte auch so wissen, wo die jetzt stehen, was die so sagen. Und da war eben diese zwei Bücher, wo ich gemerkt habe, das war jetzt zum Beispiel Birgit Fischer, die ich sehr, sehr, also wirklich, wenn sie diese Hier und Jetzt Weissagungen über diese Starseed-Völker gibt, finde ich sehr, sehr stimmig, auch bei mir. Also auch dieses, dass man hineinfühlt, jetzt immer, wenn wir was hören, wenn wir was sehen, ist es meins, dass wir uns den Raum geben, wirklich hineinzuspüren, ist es meine Wahrheit. Und ich sage jetzt nicht, ist es die Wahrheit überhaupt, sondern ist es meine Wahrheit für mein Kind, für meine Familie und so weiter. Und lebe das auch mit meinem Kind, dass ich ihm immer wieder sage, komm, also je nach Alter, ne, spür hinein, was ist jetzt deine Wahrheit und was möchtest du jetzt für dich tun? Dadurch bekommt er ja sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, dass er selbst, wenn er mal erwachsen ist, nicht das tut, was ihn einer sagt, sondern selbst hineinspürt und selbst die Verantwortung übernimmt, weil er merkt, das, was er jetzt für sich entscheidet, kommt immer gut für ihn. Also, ja, er merkt, ja, am Ende ist es gut für mich. Also, meine eigenen Entscheidungen für mich selbst machen mich sicher. Und dieses Hineinspüren, also da bin ich voll mit ihr konform. Und dann hatten wir die Diane Cooper. Genau, Ja, also das also waren die zwei Bücher, ne? Willst du genau. vielleicht noch mal schnell die Titel sagen? Oh, ich Weil weiß das es jetzt kann ich gar auch nicht mehr verlinken, wenn ihr auswendig. Die müssen wir verlinken, weil ich das weiß ich gar nicht wollt. mehr Dann verlinken auswendig. wir Also die bei der, zwei Buchtitel. genau.
Genau, die müssen wir verlinken, Also genau. einmal Birgit Fischer, einmal Diane Cooper. Genau, bei Birgit Fischer war wo ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe, über die Partnerschaft und wie das da so sein könnte, eventuell. Und bei Diane Cooper ging es um diese goldene Zeit, über die ich selbst auch immer, also die ich selbst auch immer wahrnehme. Und für mich, wie gesagt, habe ich dann hineingespürt und dann bist du in so einem Buchladen und dann, also ich liebe das, ja. Ja. Buchladen und reinspüren und ein paar Seiten einfach Zufallsgenerator aufschlagen, hineinlesen. Für mich geht es dann darum, was macht es mit mir, was ich hier lese? Für mich geht es darum, wie fühlt sich das an, wenn ich das lese? Was kommen von oben für Bilder rein? So dass ich wirklich ja eine Art Entspannung haben kann, wenn ich lese. Ja? Und dass Ja. ich das leicht aufnehme. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, egal was ich lernen will, und ich muss 100 Mal zurückblättern und was hat der geschrieben, was soll das heißen, jetzt muss ich das Fremdwort googeln, das weiß ich jetzt nicht, dann ist es halt jetzt im Moment nicht meins. Jetzt im Moment. Und Ja. deswegen gucke ich da auch bei Büchern rein. Und da habe ich dann Zufallsgenerator bei dem neuen Buch von der Birgit Fischer. Das war nicht meins. Das war Ja. einfach nicht meins, da ging es Hast halt du es auch nie um gespürt, sozusagen? Zukunftsdeutungen, wie es für unsere Kinder dann in der Zukunft gehen soll. Jetzt weiß ich natürlich darum, dass es nur eine Tendenz ist. Also für mich ist das so. Manche Ja. glauben, das ist festgeschrieben, ja. Wenn jemand das jetzt für die Zukunft so sieht, für mich ist es nur eine Tendenz. Heißt, schauen wir einfach mal zurück, egal wer etwas vorausgesagt hat, eine gewisse Tendenz können wir wahrnehmen in diesen Voraussagungen, Nostradamus, bla bla bla. Aber die Welt ist nach wie vor noch da. Ja. Also wie viele Menschen haben schon gesagt, der hat gesagt, die Welt geht unter und jetzt muss das passieren. Eine Tendenz stimmt schon. Ja, also man kann schon eine Tendenz mit der Medialität im Hier und Jetzt für die Zukunft wahrnehmen, aber nie, dass es wirklich hundertprozentig so wird, umso weiter ich nach vorne blicke. Denn im Hier und Jetzt ist immer die Energie von, jetzt ist es so, doch der Wandel ist jetzt noch nicht inbegriffen. Also es steht ja nicht fest, wie der Wandel in der Vorschau wird, also du hast immer nur die Energie von hier und jetzt. Und wie die Menschheit, die Erde, die Energien, alles, was zusammengehört, sich wandeln, das habe ich im Hier und Jetzt noch nicht. Und da ist ganz wichtig für mich, guck den freien Willen an. Ja. Weil viele sagen, doch, das ist dann festgelegt und es ist festgelegt. Ja, dann stimmt aber was mit unserem freien Willen nicht. Ja. Genau, Ne? das Also, stimmt. Dann kann es ja gar nicht stimmen. genau, also Weil dann müsste, fühlt wirklich ja. da in euch hinein, wenn euch jemand sagt, ich sage das auch immer bei meinen Sitzungen, es ist eine Hier- und Jetzt-Aufnahme und erkläre das nochmal genau. Eine Hier- und Jetzt-Aufnahme, das heißt, wenn du in diesem Stand wie jetzt so bleibst, dann hat es die Tendenz. Du hast Genau. aber jede Möglichkeit, nach unserem Gespräch etwas zu verändern. Dann hat es wieder eine ganz andere Tendenz. Ja, das heißt, und diesen Wandel muss man ja mit einbeziehen. Das kann aber keiner, das kann ich nicht, das kann die Birgit Fischer nicht, das kann die Diane Cooper nicht, denn sie hat es nicht in der Hand, wie die Menschheit sich vielleicht entwickelt. Ja, das kann in einer Sekunde anders sein. Eine Sekunde, ein Mensch macht irgendetwas ganz anders und dann kann sich das verändern. Das ist möglich, das wissen wir ja auch. Ja, und aus dem Grund habe ich mich zu dem Buch einfach nicht mehr hingezogen gefühlt, obwohl ich die ersten beiden gelesen habe. Und habe mich dann bei Diane Cooper hineingefühlt. Und da war mein Herz, ja. Und dann, wenn ich so ein Buch lese, dann sage ich mir immer, was kann ich denn im Hier und Jetzt tun, dass das wirklich dorthin geht? Und nicht an diese Zukunftsdeutung, die auch im Raum steht, von Birgit Fischer. Ja, und wollen wir jetzt schon mal ein bisschen erzählen, Ja. was die so waren, die Ja, Zukunftsbedeutung? genau, gerne. Du hast ja auch noch jemanden, ne, wo du auch gelesen hast, Ich habe wo noch wir drüber Christina von gesprochen haben. Klein. Genau. Genau. Da stand auch ein bisschen Ähnliches drin, ne, wo es mit den Ja, Kindern das gehen soll. war ein bisschen ähnlich, aber es war schon auch
Ja, doch, also es war schon mehr so, also was jetzt Schule und ich kann es ja dann einfach mal vorlesen. Starte du erst mal mit deinen beiden. Diana Cooper, und da habe ich jetzt schnell gegoogelt, das heißt, die goldene Zukunft in der fünften Dimension. Genau. Und Birgit Fischer. Also einfach mal sagen, was die beiden, wo da die Unterschiede lagen, und dann können wir uns ja draufstürzen und mal überlegen, ob uns das persönlich gefällt. Genau. Also Birgit Fischer habe ich nicht ganz durchgelesen, weil das habe ich auch nicht gekauft, ne? Also ich habe nur eben diesen Ausschnitt, dass die Kinder, ja, dass halt sehr viel Wasser auf der Erde ist und dass die Kinder von anderen wieder betreut werden und beschützt werden. Ja, aber natürlich sind die Eltern da, aber es wurde wieder eine Betreuung von anderen. Und ich, viele wissen das ja von deinen Videos auch, wo wir schon Interviews gemacht haben. Dann habe ich mir gedacht, dann ist alles, was ich hier getan habe, ja, fühlt sich so leer an. Ja, ich möchte mein Kind selbst betreuen, ja, ich möchte für mein Kind da sein, ich möchte in Liebe und Dankbarkeit eben. Also ich bin schon jemand, der die Energie im Hier und Jetzt nicht für diese Zukunft freigibt. Ja, und das hat mich in erster Linie auch, ja, ich würde schon vielleicht ein bisschen betroffen, gewisse Traurigkeit und dann sofort so das Gefühl, also da möchte ich nicht, dass es dahin läuft und darum unterstütze ich das jetzt auch nicht. Dieses Buch lese ich nicht. Also, Punkt. Ich möchte mich was nicht um die diese. Fremdbetreuung der Kinder, ne? Also, Genau. dass man quasi immer noch Und dieses das Konzept für gut findet, ne? Also, dass man dahin das für gut pflanzt, sage ich findet, mal, dass ja. Menschen da sind, die die Kinder vor Wasser und vor allem Möglichen behüten. Ja, sie sind, es stand auch drin, dass sie schon freier sind, dass das Schulprogramm einfach anders ist, ja. Aber trotzdem gehen sie in die Fremdbetreuung wieder den ganzen Tag. Und es stand wirklich schon auch drin, in den ein, zwei Seiten, die ich da durchgelesen habe, dass die Kinder freier lernen können, ja, in diesem Art System dann, was es dann da gibt. Und es war für mich dann, ja, sie sind vielleicht freier, sie können jetzt mit anderen Materialien lernen, sie können lernen, wann sie wie wollen, was sie wollen, das, wo ich schon auch dahinter stehe. Aber bitte doch mit mir. Ich bin die Mama, ja? Also, und ich habe mein Kind hier unserem Herzen getragen und ich möchte bewusst für mein Kind da sein. Und das gefällt mir gar nicht. Und ich glaube schon, dass, weil ich das selber wahrnehmen kann, die Tendenz, dass es dorthin gehen kann, die ist im Feld, die kann man sehen. Aber es ist auch eine Tendenz, dass es eben nicht so ist. Und dann kommt es im Hier und Jetzt drauf an, wie möchte ich jetzt leben? Meine Tat im Hier und Jetzt ist jetzt wichtig. Dass, wenn ich will, wie soll das dann später mal ausschauen? Also, dass man sich bewusst für ein Kind entscheidet. Und wenn ich mich bewusst für ein Kind entscheide, will ich denn das dann wirklich haben, dass ich sage, okay, ich entscheide mich bewusst für ein Kind und nach der Geburt kommt es dann weg und kommt in Fremdbetreuung oder so, weil ich muss mich ja entfalten und bla bla bla. Und komme nicht auf die Idee, dass ich mich mit meinem Kind entfalte. Also ich glaube, da ist super Satz, weil Ja. das ist genau das, was ich halt auch mehr und mehr empfinde, dass das so getrennt wird. So, bin ich Mama spirituell, ich gehe auf Retreats, ich mache irgendwelche Sachen, und da ist mein Kind, dass das so getrennt ist. Ja. Und dabei, wenn wir wirklich, also dieses Entwicklungspotenzial, was in der Kinderbegleitung ist, das ist ja nicht nur für die Kinder. Das Ja. ist ja also ich würde fast sagen, das ist ja Ja. mehr für uns. Ja. Was kann ich denn von jemandem lernen, der da irgendwo steht und doziert? Ja, ich kann vieles da auf die Weise lernen. Aber ich muss sagen, die tiefsten Lernprozesse in meinem Leben, die hat mein Kind initiiert. Ja, genau, bei mir ist es genauso. Alle drei Kinder. Ich erzähle dir jetzt einfach mal so, ich hatte gestern erst wieder so einen emotionalen Tag, weil also die eine Tochter singt auf Hochzeiten und so Freitrauungen und frei,
Rituale. Und die andere Tochter war auf einer Hochzeit. Also ich hatte beide Töchter, eine als Gast, eine sang. Und ich stand da und habe ein bisschen Videos gemacht mit meinem Valentin nebendran. Und ich habe so viele Tränen dort gelassen, weil ich da in dem Moment bemerkt habe, was die eine 26, die andere ist 23, der Valentin 10, was die mir in diesem Weg gegeben haben. Ne? Ich stand dann immer so da und habe, die Frau, die neben mir stand, die hat bestimmt gemeint, ich bin mit denen verwandt und wer weiß, was wir gemeint haben. Aber es war nur dieser Impuls, was die mir bis jetzt geschenkt haben an Bewusstwerdungsthemen, an ich bin ein ganz anderer Mensch, seit ich Kinder habe. Ja. Für Freunde hätte ich mich so nicht entwickelt. Nee. Für Freunde, hätte ich früher es wahrscheinlich gesagt, ja, jetzt gehe ich halt, dann ist es halt nichts mehr. Aus einer Ja. Partnerschaft geht man auch leichter raus, sind wir doch ehrlich, wenn es halt nicht mehr Ja. passt, ne? Aber bei Kindern ist Ja. doch das ganz anders. Ja, also, Ja, und sich und das das, so zu erlauben, ne, das so zu fühlen. Und auch, ja. weil heute geht ja die Tendenz absolut dahin zu sagen, so hier, die Mama klammert und das geht nicht und das ist Ja. nicht gut fürs Kind. Und das ist so ganz gefährlich, finde ich, weil ich glaube, wenn man sein Kind einfach ganz natürlich bei sich hat, bei Ja. allem, was man macht, sage ich mal, bei fast allem, was man macht, ja, dann merkt man einfach erstmal, wie Kinder wirklich sind, die nicht diesen anderen Weg gegangen sind, ne? Genau. Die, und dann merkst du, die haben noch voll das Nähebedürfnis, die wollen immer Genau. mal kommen und gucken, alles gut, und dann gehen sie auch wieder. Und diese ganz normale Entwicklung, die haben wir heute sehr verzerrt, würde ich mal sagen. Und die haben wir auch irgendwie pathologisiert. Ja. Ja, Denk ja. mal dran, wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagt, ich habe bis 3 Jahre gestillt, na, da schlagen ja die meisten die Hände über Genau. den Kopf zusammen, und geschweige denn noch länger, ja, obwohl die WHO ja Ja. festgelegt hatte, dass das Abstillalter zwischen 2 und 7 Jahren ist. Ja. Da gibt es ja auch dann so ein tolles Beispiel mit dem Stillen. Da haben dann manche, weil ich habe ja diese Haut- und Haartherapie mit im Boot bei mir, da haben dann oft auch welche gesagt, ja, ich habe zu lang gestillt, deswegen habe ich dann kreisrunden Haarausfall bekommen oder Haarausfall. Und gesagt, nee, du hast einfach Mangelerscheinungen bekommen, du Richtig. hättest auch mit der Ernährung Richtig. dir zuführen müssen. Also, ne, also es geht nicht darum, dass das Kind dich auszuzelt, du hattest eh schon wenig, ja. Also das liegt nicht am Stillen, das liegt einfach an deiner eigenen Körpersubstanz. Ernährst du dich gut, ja, also wenn ich stille, ist klar, dann sollte ich auch nicht rauchen, solche Sachen machen, ja. Also und deswegen ist es natürlich schon wichtig, es liegt nicht immer am Stillen, sondern vielleicht an dem Leben, das ich sonst noch habe, was mich Ja. zehrt, ja, also Aber man merkt halt schon, wie sehr das so verbunden ist, ne? Und ja. also ich sehe da wirklich so eine andere Zukunft, in der wir eben ganz selbstverständlich unsere Kinder immer mit im Gepäck haben und in der Genau. wir uns auch nicht dauernd entschuldigen müssen, wenn sie mal laut sind oder wenn sie mal zu schüchtern sind oder wenn sie mal blöd sind zu anderen, ja, weil so. Genau. Das ist, dass dieses Verständnis und dieses Bewusstsein für Kinder gesamtgesellschaftlich wächst. Und Genau. dass das viel, also es gibt ja immer die schönen Reels, lasst uns dies normalisieren und lasst uns jenes normalisieren. Ja, dann bin ich dafür, lasst uns Kinder bei uns normalisieren. Ne? Und nicht so weggesperrt, so in so einer Extrasphäre. Dieses Wort neu, wie sagst du? Normalisieren. Normalisieren. Die kommen doch schon normalisiert auf die Welt, wenn Ja, man das mal so beleuchtet. genau. Und Ja, wir sind die unsere dann Kinder sagen. normalisieren. Ja, normalisieren, dass ich das richtig ausspreche. Das sind so Begriffe, die kann ich, die will ich gar nicht so in meinem Feld haben, weil ich mir denke, das Kind kommt auf die Welt und Ja. schon soll was machen, was wir vielleicht wollen, was wir denken, das ist normal und was nicht. Und wenn es jetzt weniger ist, oh mein Gott, wenn es mehr ist, oh mein Gott, ne? Also einfach mal das Kind lassen und die Eltern, also das ist mein Zukunftswunsch, sage ich mal, wo es hingeht in der Zukunft, wissen wir alle nicht. Ist alles so neu, werden wir gucken, wo es hingeht. Aber das Einzige, was ich weiß, was ich jetzt tun kann mit dieser spirituellen Ebene, mein Kind so zu begleiten, dass es Nähe zu mir hat,
dass ich es individuell anschaue und dass ich als Mama ein Begleiter bin, als Ja. Papa, in seinem Sein und nicht, klar machen wir uns Sorgen, wenn irgendwas ist. Das meine ich auch gar nicht, ja. Also dann können wir auch Menschen mit ins Boot holen, mache ich genauso. Ja, Also ja, keine das geht Frage. nicht. Es geht nur darum, dass wir uns von Anfang an vertrauen und dass wir uns den Raum geben, Mama und Papa zu sein. Oh ja, so Und wo wichtig. geben Ja. wir uns den Raum, wenn unsere Kinder den ganzen Tag in der Schule sind? Oder bei, wenn wir es jetzt nicht als Schule, Ganztagsschule sehen, sondern wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt Montessori, wir haben jetzt hier Steiner und tolle Schulen und dann sind sie hier den ganzen Tag. Sie sind den ganzen Tag fremd betreut. Und das ist ein Begriff, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Es nennt sich dann auch so. Sie sind fremd betreut. Ja. Möchte ich das? Genau. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich hier und jetzt was tun. Hier und jetzt. Ja. Und wenn ich es nicht tue, wenn das Wort muss mich stört und ich sage, nee, ich muss das nicht tun, dann sage ich ja, möchtest du es denn tun? Ja. Gut, wenn du es jetzt aber nicht tust, dann wird sich da auch nichts verändern. Ja. Und das ist das Muss. Und das ist dieses menschliche Leben. Wenn du es im menschlichen Leben nicht in die Tat umsetzt, wird sich für die Zukunft deines Kindes, so wie für dich, so vielleicht für deine Enkelkinder, nichts verändert haben. Ja. Es wird die Fremdbetreuung bleiben. Anders, aber sie wird bleiben. Genau. Das ist halt auch wirklich so diese Sache. Mit dem Normalisieren ist vielleicht auch mehr gemeint, lasst uns das wieder so zum Natürlichen bringen. So wie die Natur ist, so ist es wahrscheinlich immer gemeint. Aber du hast schon recht mit diesem Normbegriff. Ja, da sind schon auch ja, komische Dinge verbunden. Damit In der wird ja Norm, auch heute. sei in der Norm, sei in der Norm. Ich bin mein ganzes Leben aus der Norm rausgefallen, schon immer. Und für manche war ich halt doof und spinnig und für andere war ich halt das nicht. Ja, ich finde, wir sollten immer gucken, uns kann nicht jeder lieben. Auch nicht, ne? Aber nee, nicht aber. Wir haben gleichzeitig aber Menschen trotzdem bei uns, die uns so lieben, so wie wir sind. Das haben wir alle. Ja. Ja. Ja, also. Und ich finde, es ist ja auch irgendwie schön, so Mama zu sein, Papa zu sein. Würde da nicht dem menschlichen Erleben was fehlen, wenn wir das gar nicht mehr so ausagieren? Oder ist es nicht heutzutage schon überhaupt ein absolutes Zeichen dafür, dass uns das fehlt, was wir alles für Probleme haben? Probleme in der Schule mit den Kindern, die ganzen Diagnosen, die wir jetzt brauchen, um die Kinder durch irgend so ein System zu zerren, ja? Ich meine, in Amerika ist ja Homeschooling die am schnellsten wachsende Bildungsform, ne? Also da ist schon Drive dahinter, sage ich mal, vor allem eben von Menschen, die auch sich der Natürlichkeit wieder bewusst werden und die einfach sagen, okay, kann man machen, ja, man kann das Kind weggeben, aber man kann es auch anders machen. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, weil du mit dem muss und möchte, weil das ist auch noch so eine Sache, da habe ich gestern ein Video aufgenommen, das habe ich aber noch nicht hochgeladen, dass man immer sagt, zum Beispiel, ich muss arbeiten gehen, darf man nicht mehr sagen, man sagt dann, ich möchte. Oder ich darf arbeiten gehen. Ja, solche Sachen, wo ich mir auch denke, nee, ich muss arbeiten gehen. Auf einer Ebene muss ich arbeiten gehen, weil ich habe irgendwie. Lügt dich und dein Kind nicht an. Was sagt nochmal? Lügt dich und dein Kind nicht an. Genau, und ich finde, wird die Klarheit der Sprache total verwässert. Wie in vielen, vielen anderen Bereichen auch, aber so dieses, oder auch du darfst nicht gegen was sein, oder weil dann gibst du ja dem die Energie, nö, ich habe zwei Sachen, A, B, dafür bin ich und dagegen bin ich so. Und ob ich das jetzt so nenne, ich meine, wenn ich jetzt meine komplette Energie drauf werf, Genau. Ja. ja, Wenn aber du dich das ist. jetzt, genau. Ich glaube, da gibt es so einen breiten Graben. Das heißt, ich sage jetzt, Rot gefällt mir, Blau gefällt mir nicht. Ja. Neutrale Entscheidung.
Richtig. Das ist meins, das ist nicht meins. Wenn ich aber jetzt natürlich beginne und sage, ja, und blau, das ist so dunkel und so finster und das, auch wenn es heller wird, dann geht es ins Weiß und ins Grau, das ist ja überhaupt nicht schön, Ja. dann ist klar, dann gebe ich dem Ganzen Energie. Aber nur weil ich sage, nee, das ist nicht meins, gebe ich dem Ganzen nicht Energie, ich bleibe bei mir. Ja, oder wenn ich auch sage, alle, die jetzt blau tragen, sind dann doof. Ja, Oder genau. so. Dann gebe ich dem Energie. Dann gebe Ja. ich dem Energie, ne? Aber wenn ich sage, ja, die Frau trägt jetzt blau, wenn es ihr gefällt, gut, ne? Wenn mich jetzt jemand fragt, ansonsten fällt mir das gar nicht auf. Ja, Das ganz zieht genau. an mir vorbei. Ja, Ist an genau. mir vorbei. Geht Ja. mich auch nichts an. Genau. Und das finde ich so dieses, weil ich so das Gefühl habe, viele wollen so irgendwie die dritten, vierten, fünften Schritte vorm ersten Schritt machen und sind noch gar nicht dabei, wirklich überhaupt mal zu gucken, wer bin ich denn? Ja, nee, Ja. dann ist es wichtiger zu sagen, oh, ich darf nicht gegen was sein, dieses Wort darf ich so nicht sagen, das Wort darf ich so nicht sagen. Dann sind wir ja schon wieder unter irgendeiner Käseglocke und beschränken uns wieder in unserer Wortwahl, in unserem und das hat natürlich dann schon Auswirkungen auf unser Leben, auch wie wir sprechen, hat auch Auswirkungen auf unser Leben. Und deswegen ist es doch gut, dass es Freilerner gibt, Unschooler gibt, Radical Unschooler gibt. Wir haben Namen für eine Bewegung, die ja sonst gar nicht da wäre. So, also es ist, finde ich schon schön. Und ich bin da auch Ja. echt stolz, so, also dass es Ja. das überhaupt so viele Menschen gibt. Genau. Und das darf ja auch alles sein. Wie zum Beispiel bei uns wissen ja viele, wenn sie die Videos von dir und mir anschauen, bei uns ist es ja so, dass wir schon im Schulsystem drin sind, Genau. uns auf unsere Weise hier etwas aufbauen. Und da würde ich den Valentin belügen, wenn ich sage, du darfst in die Schule gehen. Ja. Ja, der würde Oder mich auch provozieren. das auch mit diesen Affirmationen, dass ich meinem Kind dann sage, und die Schule macht Spaß, und die Schule macht Spaß, ja, wenn es ihm doch keinen Spaß macht. Ja, dann nehme ich ihm ja, das ist ja wie bei den hochsensiblen Geschichten, dann nehme ich denen ja die Wahrnehmung weg. Dann sage ich ja doch, die macht doch Spaß oder doch, das reibt doch jetzt nicht hier am Hosenbund oder ja, und dann dadurch Genau. werden ja auch die Hochsensiblen quasi total ins Maskieren getrieben und Genau, und dann ein bisschen tiefer gucken, was ich mit Valentin jetzt mache und sage, das ist ja, du warst 1,5 Jahre nicht in der Schule, jetzt ist es dieses Muss, du musst in die Schule und jetzt gucken wir, dass wir uns am Tag auf das Positive konzentrieren. Also das kann ich machen. Also nur, dass wir auch mal mitgeben, wenn wir jetzt schon sagen, ja, sag nicht das Wort, ich darf, wenn du aber musst, ja, und sehe diese Energie von, ich muss im Hier und Jetzt was verändern. Dass man auch mal eine Brücke mitgibt, was kann ich denn dann tun? Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, was macht dir Spaß? Die Pause, die Freunde siehst du. Wie kannst du dir selbst den Unterricht schön machen, wenn die Lehrerin vielleicht mal, ich weiß nicht was, ja? Ideen, die nicht frech sind auf der anderen Seite, wo er sich selber aber leben kann, ja? Also, oder ist es schön, wenn du jetzt, also Pause hatten wir schon, ja, da gibt es ja gewisse Fächer, die machen ja trotzdem Spaß. Sport zum Beispiel macht ihm Spaß, WG macht ihm Spaß, ja. Freistunden machen ihn auch Spaß, ja, Ja. da auch. Ja, also wie ist es da? Und dann haben die auch einen Schulhund, also es ist jetzt nicht ganz so eine Schule, wie manche wahrscheinlich erleben. Es ist schon ein bisschen anders, also die geben sich da schon ein bisschen Mühe. Und wir haben uns das auch wirklich erarbeitet mit Valentin. Und dann versuchen wir uns halt auf das zu konzentrieren, wenn wir aufstehen, was könnte heute Spaß machen? Ja. Weil das in der Vergangenheit schon mal Spaß gemacht hat. Und nicht, dass ich mir vorlüge, ja, ich darf jetzt in die Schule gehen und es ist hier jetzt alles so schön und ich muss andauernd 100 Mal das Ganze schreiben. Ja, und es macht mir so Spaß. Ja, also da lüge ich mich ja an. Ja, Ja, und dann nehme also. ich mir ja auch die Kraft dafür, was zu verändern. Genau. Oder Und ehrlich meiner Mama zu sagen, das und die Situation hat mich überfordert und wer dich kennt, weiß, dass du dann immer direkt auf der Matte stehst. genau. Und wenn ich dann mit meinem Kind länger da durchgehe und mit der Zeit, wir kümmern uns ja auch auf einer anderen Ebene weiterhin, dass das noch besser für ihn wird. Er hat es ja jetzt schon bemerkt. Das heißt, das Kind merkt, okay, ich belüge mich nicht, ich muss dahin und das ist scheiße. Ja. Doch ich bemerke auch mit der Zeit, dass wir hier was verändert haben und es wird besser. Ja. Wenn ich mich dann auf das konzentriere, was jetzt schon gut ist,
Und aber trotzdem gleichzeitig dranbleibe, dass das, was Ja. nicht gut ist, gut wird, dann vermehrt sich das Positive. Genau, auf Und jeden dann ist Fall. irgendwann rund. Ja? Und dann lernt das Kind für mich auch, also wir hatten letztens ein Thema, da habe ich gesagt, naja, Valentin, da muss ich selber jetzt mich erstmal hinsetzen und hineinfühlen, wie gehen wir jetzt damit um? Das hat man dann schon gemerkt, dass wir beide so, ja, dem ganzen Raum geben. Aber da war keine Energie von, oh, Drama, und da kommen wir nicht raus und das schafft man nicht. Weil der Valentin dieses Gefühl immer mitbekommen hat und dann auch das Erleben, okay, wir haben jetzt eine Herausforderung und gleichzeitig hat er erlebt, da sind wir rausgekommen und es war irgendwann alles gut. Und deswegen, wenn du das ein paar Mal erfahren hast als Kind, dann weißt du, okay, da ist jetzt eine Herausforderung, aber jetzt gucken wir gemeinsam dahin mit der Mama. Ich schaue dahin, was kann ich jetzt als nächstes tun? Okay, der nächste Schritt wird mich vielleicht nicht sofort da rausbringen, aber mehrere Schritte, die ich in der Tat tue, werden mich dann da rausbringen. Und dann wird alles gut. Das heißt, wenn das Kind das erfährt im Kindesalter, wird es im Erwachsenenalter ganz anders damit umgehen, wenn mal Thematiken auf ihn zukommen. Und ich glaube, dieses menschliche Leben ist ja, also dieses menschliche Leben ist halt einfach mal von Erfahrungen. Ja, wir machen als menschliches Genau. Wesen in diesem Leben eine Erfahrung. Und dann kommt es nur darauf an, wie ich mit diesen Erfahrungen, die wo beginnen, wo ich mit drin stehe, die ich dann beende, umgehe. Das heißt, die Erfahrung kommt in mein Leben und das ist vielleicht eine negative Erfahrung. Meinetwegen, die erste Freundin macht Schluss, ja, also, ja, die erste Freundin macht Schluss und dann, bumm, da beginnt die Erfahrung. Ja. Und dann heißt es, wenn ich gelernt habe, als Kind damit umzugehen und weiß, ja, das ist jetzt eine Erfahrung. Und jetzt mache ich einen Schritt und den nächsten Schritt, was konnte ich noch tun? Setzt sich mit sich selbst auseinander. Dann wird er auch irgendwann ans Ziel kommen, wo er sagt, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt und jetzt ist gut. Ja, bei mir ist wieder alles gut. Er wird ruhiger dadurch gehen, er wird neutraler dadurch gehen. Dieses Drama geht raus. Ja, das, was ich sage, ich hatte das Drama noch. Ja. Also ich hatte das wirklich noch. Ich durfte mich darum kümmern und bemühen, dass ich aus diesem Drama raus. Ne? Und das sind, also wo du auch sagst, mit diesen Worten ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da hinschauen und dass wir als Mensch in die Tat nicht nur kommen, sondern dass wir hier auch was verändern, ins Gefühl kommen und sagen, wenn wir was hören, wenn wir was lesen, wenn wir was sehen, wenn uns jemand was erzählt, wenn wir im Gespräch sind, dass wir vielleicht am Anfang trainieren und wenn wir es trainiert haben, ist es irgendwann drin, immer auf uns hören, ist es meine Wahrheit, ist es meins für mich, möchte ich das so leben, möchte ich das für mein Kind, ist doch immer intensiver, wie jetzt komme ich wieder zurück, dass es rund wird, wie wenn es fremd betreut ist und keiner für mein Kind dorthin fühlt, dorthin wahrnimmt, weil, ja, ich glaube, dass keiner so stark verbunden ist mit seinem Kind wie die Eltern. Ja. Ja. Und für mich darf es dahin gehen, also für mich darf es dahin gehen, und wenn ich jetzt Weissagungen oder irgendwelche erfolgreiche Meister, weil sie halt jetzt viele Follower haben und viel Geld verdienen und viel verlangen für ihre Ausbildungen und so weiter und so fort. Ich meine, wir müssen alle leben, aber es muss ja nicht überteuert sein, dass ich denen nachfolge und sage, ja, genauso wird es sein und so mache ich das jetzt auch, weil genauso kommt es. Und dann nehme ich mir die Selbstverantwortung weg Ja. und lerne meinen Kindern das Gleiche. Ich bringe ihnen bei, dass ich nicht auf mich schaue. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, im Hier und Jetzt zu fühlen, zu schauen, gar nicht so weit nach vorne schauen, was kommt. Oder was, also ich mache das gar nicht gern. Wenn jemand sagt, kannst du mir das sagen? Im Hier und Jetzt, in dem Monat, in meiner Umgebung, wie schaut es aus? Die Jahreszeitqualitäten, das mache ich gerne. Aber so weit nach vorne schauen, ja, weiß ich, ob du den mal heiratest, keine Ahnung, jetzt hast du ihn erst mal kennengelernt.
Weißt du, lass doch dem Ganzen mal Raum. Die Tendenz könnte sagen ja, die Tendenz könnte sagen nein. Das ist immer eine 50-50 Chance. Ja. Ja, und wir manifestieren das ja dann auch dadurch, wenn wir immer dem hinterherlaufen, was irgendjemand sagt, dann manifestieren wir das ja auch mit. Ja, und besonders krass sind da ja auch Filme. Wenn wir Filme gucken, Zukunftsfilme, deswegen, ich vermeide das auch mittlerweile. Kenne da auch noch ein paar aus den 80ern, die sind ja wirklich ja ganz schön gruselig. Ja. Und aber das, gerade so Bilder sind in unserem Kopf und das bleibt ja auch so drin. Oder auch, sage ich mal, mit Sprache gezeichnete Bilder sind ja auch wie Bilder. Aber bewegte Bilder sind besonders einprägsam, deswegen geht mit Lesen, finde ich auch okay. Kann man auch Ja. machen. Und ja, ich denke, also was ich immer mache, und ich glaube, du ja auch, ne? Du möchtest mal so gucken, was ist im Feld, was sagen die Kollegen sozusagen. Und dann zu sagen, aber was will ich denn? Wie du gesagt hast, mit dem freien Willen. Was will Genau. ich denn sowas? Also das ist vielleicht, was wir so mit rausnehmen können. Was will ich? Also ich kann mir Inspirationen holen. Und das ist ja auch schön, wenn jemand mal so eine Zukunftsvision irgendwie sagt. Und dann kann ich reinfühlen und sagen, ja, gefällt mir das denn überhaupt? Und dann sage ich, das nehme ich nicht. Ja, das Ja, so in diese genau. Richtung. Ja, und wir tauchen ja wirklich, also ich merke das bei mir jetzt schon auch und ich glaube, dass Kinder das auch sehr stark haben. Wenn ich lese, habe ich Bilder. Und Ja. dann schicke ich dort meine Energie hin. Und ich glaube auch, dass es das ist, warum bei manchen Weissagungen von früher im Hier und Jetzt manches auch stimmig ist, weil viele Menschen dem Glauben geschenkt haben, dass wir sind einfach Manifestationswesen, wir können das sehr gut. Ja. Vor allem Und mit unserem Unterbewusstsein, ne? Das ist ein genau. bisschen das Problem, ne? Und deswegen glaube ich auch, dass man einfach auch mal gucken sollte, was gucke ich mir an, wem folge ich, was das heißt, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt, wenn ich jetzt sage, diesen Menschen folge ich momentan nicht, der ist nicht so auf meinem das, was mich ausmacht jetzt im Ja. Jahr. Heißt ja nicht, dass ich dann sagen muss, boah, der ist schlecht und der sieht es ganz anders. Ganz im Gegenteil, ich kann ihn lassen. Das wünsche ich mir auch für mich. Das wünsche ich mir für mich, dass man mich lässt. Ja. Ja, also dass ich das für mich frei leben kann und das wünsche ich mir auch für mein Kind. Ja, also dass das in sich selbst sich frei entwickeln kann und natürlich ist es dann irgendwann auch die Zeit, das habe ich ja gestern auch gemerkt, wo man die Kinder halt dann gehen lässt, ja, wo man ihnen aber auch Flügel gibt. Und das Ja. sagen wir immer, aber tun wir es denn, ja? Das heißt, dieses Tun ist für mich ganz, ganz wichtig. Und bei dem Buch von Diane Cooper habe ich mich einfach wohlgefühlt, dass ich mich berieseln lassen kann. Das ist so, habe ich dir ja auch schon ganz oft gesagt, nur weil ich spirituell lebe, energetisch arbeite, ich glaube, es in meinem Freundeskreis, in dem engen Freundeskreis von mir, gibt es keinen, der so erdig ist wie ich. Ich habe Spaß, ich rede blöd daher, ne, diese bayerische Schnauze, die jetzt nicht so durchkommt, sonst Ja. verstehen mich hier die meisten. Ich höre Musik an, ich hupfe so rum mit meinem Kind und mache irgendeinen Scheiß. Also wirklich total erdig halt einfach. Und dieses erdig sein, das ist so unendlich wichtig. Da bist du am meisten spiritual. Ich sage nicht, dass man jetzt eine Zigarette nach der anderen raucht und ein Bier trinkt und ein Schweinsbraten isst oder so. Das meine ich Ja. damit gar nicht. Ich meine diese Freude am menschlichen Leben. Ja, Ich sehe das bei und dir immer mit deinem die Kind, dann seid ihr am Wasser und dann kann man stundenlang den Stein anschauen oder die Muschel. Ja. Die andere sagt die einem, gell? Und je nach Alter, halt, das ist wirklich das spirituellste Leben und deswegen lese ich gerne Bücher. Ich lasse mich da gerne berieseln. Ich schaue auch gerne mal einen Film. Ja, und Ja, das hat also. dir sicher dann auch so ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Und ich finde, alles, was uns locker macht, was uns leicht macht, was uns vor allem auch zukunftsfroh macht, ist ja eine schöne Sache, ne? Und genau, und die Christina von Drein, die hatte ja auch ein bisschen, also sie hatte das so geschrieben, dass die Schule der Zukunft
auf dem Gedanken des lebenslangen Lernen gründet, ne? Und dass das wie so große Forschungs- und Erlebniszentren werden. Keine Ahnung, was ich wahrnehme von meinen, also da hat sie jetzt nicht geschrieben, ob da die Eltern mit dabei sind, aber was ich wahrnehme, ist, dass viele, viele Eltern gern noch dabei bleiben würden und dass vor allem die Kinder gerne hätten, dass die Mamas mit dabei sein können. Ich begleite ja auch im Coaching Eltern, die jetzt, ne, vor dem Schulbeginn stehen und wo dann die große erste Trennung, weil die oft kitafrei sind, bevorsteht. Und ich merke einfach, es ist so eigentlich schade, dass das gar nicht so möglich ist, ne, dass die Eltern noch mitgehen, solange dass das Kind noch möchte. Genau. Und dass das, ihr wisst ja auch, dass ich das Schulsystem so sehe, dass das mehr wie so ein Kurssystem werden darf, ne? Man wählt sich, man geht irgendwo hin und kann sich Kurse wählen, ja? Und die kann man dann, ja, mit Mama oder ohne Papa, je nachdem, wer sich für den Kurs interessiert, ne? Und so war das in dem Buch hier auch. Oh, da, geht schlecht, aber ich verlinke es auch mit unten. Und da steht halt auch da, dass Gruppen dann jeweils von einem Experten betreut und von einem Gruppenleiter werden. Je nach Bewusstseinsstand können die Experten hierbei entweder Kinder oder Erwachsene sein. Und dasselbe gilt auch für die Schüler. Und da ist schon viel Wahrheit für mich drin. Also, weil das ist auch was, was ich fühle und was ich auch nach außen gebe, ohne dass ich jetzt hier komplett die Standleitung habe, ja, nach oben. Aber wirklich, weil das sich richtig anfühlt. Weil mein Kind mir auch schon Sachen beibringt. Und weil ich auch merke, das geht dann auch ganz schnell, dann sind die Kinder viel fitter. Und ich meine, brauchen wir ja nur mal Beispiel Technologie zu nehmen. Ja, da stehen die Kinder dann auf und müssen dem Lehrer dann das Smartboard wieder dann einrichten oder so, ja. Und solche Geschichten. Und das finde ich doch schön. Also, und ich finde, wenn uns Dinge wirklich leicht machen und beschwingt machen und dann können wir die auch gerne mal konsumieren. Nur wenn wir merken, es drückt mich was runter, dann ist da irgendwas da. Also dann ist da wirklich irgendwas, was mit uns nicht in Resonanz geht und dann müssen wir das auch nicht als unseres annehmen, ne? Genau. Ja. Und das, was du jetzt da sagst, wenn ich jetzt diese Zukunftsweisung zum Beispiel lese, ja, Ja. oder es erzählt mir jemand, oder dann ist es doch wichtig, dass die Menschen jetzt, die Eltern, die Menschen, die jetzt hier in dieser Generation am Tun sind, dass die ihre jetzige Entscheidung, die sie jetzt treffen, das beeinflussen, ob es wirklich dahin geht. Ja. Das ist mir so wichtig. Das heißt, du hast Erlebnungs- und Forschungszentren gesagt, ja? Das heißt, ist das Leben alleine nicht selbst ein Erlebnis- und Forschungszentrum? Muss ich da Häuser dafür bauen? Wäre schon Ja, meine Frage. Wäre schon klar. meine Frage. Das heißt, Zentren, was weißt du, so manche, die das lesen, stellen sich dann vor, aha, okay, da ist ein Riesenzentrum, ein Riesenhaus, ja. Wo denn alle so hin? Ja, nee, ist Genau, schon ne? klar. Aber da geht's aber schon los mit meiner Manifestierung. Da geht's schon los, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, im Hier und Jetzt kann ich nicht sagen, ja, jetzt habe ich das gelesen. Es wird schon dahin gehen, weil es wird nicht dahin kommen, wenn du dich nicht dementsprechend in deinem Leben im Tun verhältst, ja. Das heißt, du musst deinen Mund aufmachen, du musst sagen, wer du bist. Ja, Du musst klar. sagen, was du fühlst. Und das ist diese jetzige Zeitqualität eben, dass wir das wirklich, wenn wir was dorthin verändern wollen, wenn wir Begleiter haben wollen, die sich auskennen. Zum Beispiel, ich hatte in meinem letzten Zahnseminar, hatte ich einen Luft- und Raumfahrtwissenschaftler. Und Valentin hat den in der Pause, der hat den vorher schon mal in einem Termin bei mir, weil der weit herfahren musste, kennengelernt. Und der hat den gelöchert. Beim nächsten Mal hat er ihm zwei Bücher mitgebracht, wirklich uralte Bücher. Und ne, der kennt sich da aus, Luft- und Raumfahrt, UFOs. Hallo, das ist ein Wissenschaftler, Ja. der weiß, von was er spricht, ja. Und dann hat Valentin Fragen gestellt über das Buch, wo dieser Wissenschaftler sagt, die Frage hat mich noch keiner von meinen Studenten gefragt. Genau, ja, weil die sind ja schon eingespurt, ne? Und das ist eben so wichtig, dass, Ein ja. Experte, der auf Augenhöhe, der begeistert ist, dass das Kind jetzt fragt, das kann ich ihm nicht geben. Das gefällt mir. Ja. Aber ich möchte mein Kind hier so lange begleiten, wie das Kind es braucht und nicht, dass mir irgendjemand sagt,
Das Muss ist dein jetzt, Kind jetzt zu bin diesem jetzt sechs und Experten jetzt bringen. musst du dahin, Ja, ne? weil ein anderes Kind hätte sich ja vielleicht gar nicht dafür interessiert. Und deswegen halt so, also für mich egal, ob man jetzt einen Raum schafft und so ein Zentrum oder ob das jetzt im Wald irgendeine Lichtung ist oder wie auch immer, da bin ich recht frei. Aber so stelle ich mir das halt vor, dass, oder halt dieses Dorf. Ja, wir können ja auch jetzt, da wir jetzt zum Ende kommen, dann nochmal kurz sagen, ja, wie stellen wir es uns denn überhaupt vor? Weil das ist Genau. nämlich auch das, dass man fängt gar nicht an und denkt drüber nach, wie will ich das denn? Wie stelle ich mir das denn vor? Und also ich stelle es mir halt so vor, dass man schon so irgendwie relativ selbstversorgend unterwegs ist in kleineren dezentralen Gemeinschaften. So stelle ich es mir vor. So hatte ich auch schon mal wie so eine Vision, so Fahrrad unterwegs, viel Natur, viel Grün. Und das ist da, aber also entweder es ergibt sich dann vielleicht innerhalb der Gemeinschaft irgendwas, wo die Kinder natürlich dann auch überall unterwegs sein dürfen, weil die wollen ja alles erkunden und umso größer die werden, umso größer wird ja auch der physische Radius, sage ich mal, den die dann so einnehmen. Und ja, und dann wäre das halt spannend, wie das mit den Schulen weitergeht. So Gebäude haben natürlich auch immer so eine ganz besondere Schwingung, ne? Das wirst du ja auch bestätigen, wenn man in so ein Schulgebäude reingeht. Das ist ja nicht zu Hause und das ist auch nicht Natur. Und da kann man jetzt, also ich glaube, sie hat geschrieben so ähnlich wie so Hobbithäuser. Irgendwie so. Ne, so in diese Richtung. Und das habe ich auch von anderen schon gehört, dass die so diese Wahrnehmungen hatten. Manche sagen auch, die Häuser sind dann komplett durchsichtig, weil wir haben ja dann nichts mehr zu verstecken. Okay, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Also, Ja. müssen wir einfach schauen, wo es dann wirklich hingeht. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt, du sagst mir jetzt hier im Gespräch, finde ich auch total toll, deine Vorstellungen und so, wo ich sage, boah, da bin ich voll dabei und so. Und dann habe ich aber im Hier und Jetzt gleichzeitig das Gefühl, Mensch, wenn ich jetzt, also ich hatte jetzt so dieses Bild, du hast mir ja unwahrscheinlich viel mitgegeben in dem, dass ich gesagt habe, wo bin ich hier stimmig mit der Schule und wo nicht, weil wir eben nicht ganz Freilerner sind, sondern wieder in die Schule zurückgegangen sind. Ja. Und da ist mir jetzt auch aufgefallen, dass ich das geliebt, also am Anfang war das sehr anstrengend, aber jetzt liebe ich es. Wenn er jetzt Sachen nachholen muss, dann habe ich hier die Mappe, dann sage ich, okay, das machen wir jetzt, halt. Okay, Kana, lass mal weg. Weißt du, ich entscheide. Ja. Es entscheidet kein anderer, was er lernen muss oder was Genau. nicht. Ja. Und ich entscheide das mit meinem Kind. Und das liebe ich wirklich. Also Ja. das habe ich, am Anfang fand ich so anstrengend. Und jetzt liebe ich das so stark, dass ich sage, ich weiß, wo mein Kind steht. Ja. Weißt du? Und ich finde, das sollte in diesem Ganzen, ob es jetzt, wie gesagt, es können Hobbithäuser sein, es können vielleicht auch mal so Technologiezentren sein für jemand, der sich da ganz Ja, extrem interessiert ja, und ja. UFOs bauen will und ich weiß nicht was. Ja, also ganz tolle Sachen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und jede Familie darf eben da leben und wie sie eben leben wollen, wie sie wollen. Das wäre jetzt mein Wunsch, ne? Also meine Denke ich Vision auch. dazu. Ich denke auch, das wird wahrscheinlich auch nicht so normiert sein, ne? Das wird vielleicht ganz unterschiedlich sein, ne? Und jeder kann dann den Weg gehen, den er will. Und ja, also ich danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Das ist es noch. Entschuldige. Ja, gerne, gerne. Individuell darf endlich gelebt werden und nicht nur gesagt werden. Ja, Das genau. ist so meine Ja, Vision. das war ja immer so das Also, Schlagwort jedes in der Kind ist Ausbildung. anders. Und dann soll jedem Kind auch diese Möglichkeit gegeben werden, ach, ich will heute in einem Hobbit-Haus lernen und weißt du was, bei mir brauchen wir jetzt das und das. Ja, dann geh dahin und dann gucken wir uns das an, dann ist das deins. Und nicht immer so in, ja, also es darf freier sein, glaube Ja, ich. ja. Und, wirklich individuell gelebt werden, frei von, was lebt denn der da? Der lebt jetzt in einem Hobbit-Haus, spinnt der ein bisschen oder Ja, genau. Technologie rein, um Gottes Willen. Wenn da ein Wesen da ist, ein menschliches Wesen, das sich dafür interessiert, dann darf es da hingehen. Und schon kommt viel mehr Frieden rein. Ja, ich sag mal jetzt eine moderne Rakete im Hobbithaus, ne? Dann kann das auch mal ein anderes Gebäude sein. Aber Genau. vielleicht geht auch die moderne Rakete im Hobbit-Haus. Warum nicht, ne? Also, und ich glaube ja, da hast du absolut recht. Es darf
alles erlaubt sein. Und auch dieses Verdammen von Technologie oder dieses Verdammen von Bildschirmzeit oder das darf ja auch integriert werden, ja, in dem Maße, in dem es dienlich ist, sage ich jetzt mal. Genau. Und genau, also jetzt nochmal, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und alle, die bis hierhin durchgehalten haben, können doch mal ihre Zukunftsvision in die Kommentare schreiben. Wie stellt ihr euch das überhaupt vor? Oder schreibt mal rein, hey, ich habe darüber noch überhaupt nicht nachgedacht. Ich weiß nur, dass ich es blöd finde, wie es jetzt gerade ist. Und ich weiß, dass sich mein Kind nicht wohlfühlt. Aber vielleicht, wenn mehr Menschen visionieren und da einsteigen und auch an ihrer Vision feilen und sagen, hier, nee, Hobbithäuser wieder weg, ich will lieber das. Und ja, dass Das man andere darf trotzdem sein. das Ja. andere darf trotzdem da am ja, auf dem anderen Hügel darf das Hobbithaus stehen, auf meinem Hügel steht eine Blockhütte und dann ist das ja so. Und das ist, glaube ich, so dieses ganz Wichtige, was uns ja ganz früh abtrainiert wurde, dass wir wirklich in dieses Schöpfersein kommen. Und wenn es halt erstmal im Geist ist, so passiert ja alles, ja. Ein psychisches Problem beginnt ja auch im Geist und macht sich dann körperlich bemerkbar. Und wenn ich aber mal nicht nur problemorientiert rangehe, sondern sage, okay, jetzt visioniere ich mal, ja, dann muss das irgendwann in irgendeiner Form sich zeigen. Ja, und wer sehr aufmerksam ist, der sieht das dann auch, ne? Genau, und was ich zu den Kommentaren noch sagen möchte, das wäre, wenn du Lust hast zu kommentieren, wie du dir das vorstellst, kommentier doch auch mal, was du im Hier und Jetzt dafür tun wirst, damit es dorthin geht. Ja, sehr Das ist gut. nämlich ganz, ganz wichtig, sonst wird es dort nicht hingehen. Ja, Du genau. musst Also hier was tun. die ersten Schritte und die Manifestation kommt ja von Genau, Hand, ne? genau. Ja. Ja. Das menschliche Sein ist wunderbar. Wir sind Lichtwesen, die hier ein menschliches Leben leben. Und dafür haben wir uns bewusst entschieden. Ja, Genau. Irgendwann mal. irgendwie, wir wissen es nicht mehr, ne? Na Genau. gut, ja, dann vielen, vielen Dank. War sehr schön, war sehr Danke dir spannend. ganz herzlich. Und ja, bis zum nächsten Interview. Und an euch auch vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und kommentiert bitte fleißig. Wir freuen uns. Wir lesen alle Kommentare durch. Ja, Genau. dann bis bald. Ciao. Ciao.